Wir waren der Auffassung, dass die Botschaft dennoch zum jetzigen Zeitpunkt so positiv ist, dass wir auch den Rahmen bieten wollten und bekannt geben wollen, dass unser Hauptsponsor, die Firma Kleiber Markisen mit Ralf Kleiber an der Spitze, sich weiterhin an den KSC bindet und jetzt im 9. Jahr einer Partnerschaft, ist fast schon einer Ehe, lieber Ralf, weiterhin den KSC unterstützt als Hauptsponsor. Und das soll heute der Rahmen sein, dass wir das hier feierlich bekannt geben. Wir freuen uns sehr, weil bekannt ist, dass wir ja noch in der dritten Liga uns befinden, dass wir gerade deswegen schwierige Lizenzierungsfragen und Verfahren durchstehen müssen und bearbeiten müssen und das natürlich jetzt im jetzigen Zeitpunkt Mitte Mai 2018 deswegen so eine Botschaft und die Verlängerung der Partnerschaft ein ganz gutes Zeichen ist und uns natürlich eine gewisse Planungssicherheit fürs nächste Jahr gibt, was uns freut, was wir auch notwendig haben. Und deswegen ist das die frohe Botschaft. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, lieber Ralf, für die weitere gute Zusammenarbeit. Ich habe es ja vor einem Jahr schon mal, glaube ich, gesagt. Ich glaube, die Firma Kleiber Markisen hat es auch bisher nicht bereut, mit dem KSC zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich der Idealzustand, wenn beide Partner zufrieden sind. Und so sieht es aus. Und deswegen haben wir die Vertragsverlängerung gemacht und konnten sie machen, lieber Ralf Kleiber. Und deswegen herzlichen Dank an die Firma. Ja, 9. Jahr hätte ich nie gedacht, wo ich vor 9 Jahren ganz außer links saß. Von links nach rechts. 9 Jahre ist schon lange Zeit. Und Ingo, ja, ich muss sagen, es soll Ehe geben, die halten nicht so lang. Und ich bin da sehr stolz drauf. Das zeigt nämlich auch die Kontinuität. Was ich besonders eigentlich noch erwähnen möchte, ist, wir haben uns frühzeitig zum KSC bekannt, mit den Gesprächen und die Zusage gegeben, zu einem Zeitpunkt, wo es noch die Relegation alles bloß nicht sicher war. Und auch für die dritte Liga, also nicht nur für die zweite. Und ich denke, das war eine gute Botschaft für den Verein, zu sagen, egal in welche Richtung wir gehen, wir marschieren weiter mit euch. Und ja, da wollte man auch ein gewisses Zeichen setzen. Und unser Stärke ist eigentlich, behaupte ich doch mal, oder darf ich behaupten, dass wir wirklich ein verlässlicher Partner sind, Kontinuität zeigen. Und ja, ich bin da schon auch sehr stolz drauf, gebe ich zu. Dankeschön. Ja, also so wie es hier natürlich auch schon angesprochen wurde, der Zeitpunkt ist natürlich super für uns, muss man ganz klar sagen. Auch nochmal die Tatsache, dass es wirklich vor der Klarheit der Relegation schon eine Lösung da war. Es waren auch sehr angenehme Gespräche wieder, da auch nochmal ein Dankeschön an unseren Vermarkter Lagardère, die natürlich in dieser Kombination natürlich auch sehr stark involviert sind. Und es ist für uns natürlich auch einfach jetzt eine Planungssicherheit für die neue Saison. Und wir hoffen natürlich auch, dass der ein oder andere Partner da jetzt folgt und relativ zeitnah auch sich wieder zum KSC committet. Also wir haben keine Payback-Karte für den KSC. Das mal klar zu sagen. Und wir haben auch keinen Mengenrabatt erhalten. Ganz im Gegenteil, wir haben auch dieses Jahr eine, wenn nicht auch große, aber doch eine kleine Schippe noch draufgelegt. Freiwillig übrigens. Und wir sprechen da einfach immer von Saison zu Saison darüber und knüpfen natürlich ganz klar die Altverträge an. Und da war auch immer in den letzten Jahren Steigerung da. Ja. Aber wie gesagt, für uns war einfach wichtig, dass der Verein hier eine Planung hat. Und für mich war es auch wichtig, da ein Zeichen nochmal zu setzen. Es ist eine gute Botschaft, denke ich, für den Verein. Wir gehen ja alle jetzt in die Relegation, da freuen wir uns drauf. Natürlich hoffen wir alle, wie wir hier im Raum sitzen, dass wir den Aufstieg schaffen. Aber wir haben keinen Persilschein. Und wie gesagt, für mich war einfach auch wichtig zu sagen, auch nochmals mit der dritten Liga kann man mit uns rechnen.